herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht mal wieder um Georgina Fleur und auch diesen Baby-Account von ihrer kleinen Tochter. Und sie hat jetzt ein Statement rausgehauen und das wollte ich euch natürlich nicht hier vorenthalten. Ich habe sie ja unter anderem kritisiert dafür, dass sie ihr kleines Kind gezeigt hat im Internet und jetzt sogar auch ein eigenes Profil für das Kind gemacht hat. Und ich muss sagen, klar, man kann es nicht hundertprozentig vermeiden, dass vielleicht mal irgendwann Bilder durch die Presse kursieren von dem kleinen Kind, ja, wenn es irgendwie 5 oder 10 oder 20 ist. Irgendwann wird es wahrscheinlich in die Medien geraten, wenn du so ein bisschen bekanntere Eltern hast, ist das leider Gottes gang und gäbe. Ich finde aber, man kann schon als Elternteil das Kind schützen und gerade in dem Alter, wenn das Kind auch überhaupt nicht weiß, was das Internet ist und was Instagram bedeutet, sollte man das eigentlich vermeiden. Sie redet sich jetzt allerdings sehr raus und ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob ihr das auch so empfindet, ob sie sagt, rausreden, ja, könnt ihr unten einfach mal rausreden, unten reinschreiben oder einen Text dazu, ob ihr das auch so seht, weil ich empfinde das jetzt schon ein bisschen komisch, das soll jetzt einfach nur ein Travel-Blog sein, ja, wo sie mit dem Baby überall ist, in welchen Restaurants und was man da alles so machen kann mit dem Baby. Ja, warum man das jetzt nicht auf dem Hauptkanal machen kann, ja, und wozu man jetzt dieses Baby-Profil braucht, wo das Kind auch gezeigt wird. Sie zeigt auch auf ihrem Kanal sehr häufig das kleine Kind. Auch recht geschmacklos, wie ich finde, zum Teil, aber da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Gehen wir jetzt erstmal ans Eingemachte. Ich zeige euch jetzt hier mal ein Story-Ausschnitt von ihr, wo sie das hier nochmal ganz genau erklärt, warum sie das jetzt so macht, wie sie es macht. Und da kommen auf jeden Fall einige Fragen auf. Ja, ich wollte euch jetzt gerade eigentlich alles zu The Baby of Dubai. Hallo, meine Wimpern 3 kommt mein Rabatt mit der Zurückgarantie. Und so, meine Süßen, viele haben mich dazu angeschrieben, haben mir Kommentare auf meiner Seite gelassen und. Jetzt sage ich nochmal was dazu. Ich habe ja meiner Tochter ein eigenes Instagram-Profil gemacht. Ich dachte, jetzt mit 18 Monaten ist es dann jetzt auch mal Zeit, sein eigenes Instagram-Profil zu haben. Nein, Spaß. Deswegen habe ich es nicht gemacht, sondern ich habe es gemacht, weil ich mir einfach dachte, ich habe so viel Kinder- und Baby-Content auf meinem Profil. Engelchen, okay, jetzt muss ich kommen gleich. Okay, alles gut. Ihr seht schon, wie ernst ich das alles nehme. Also folgendermaßen. Ihr wisst, dass ich der Baby ihren Namen nicht öffentlich nenne. Ihr wisst auch alle, die mir schon länger folgen, dass ich Baby ihr Gesicht immer zensiere oder bedecke. Also ist die Baby für euch quasi wie eine Elfe. Ihr wisst nicht, wie sie aussieht und ihr wisst nicht, wie sie heißt. Aber sie ist immer da und sie ist um mich herum da. Und ich dachte mir einfach, ich habe mit der Kleinen, wir waren im Busch al-Arab, hatten da so eine Staycation. Und dann habe ich gedacht, was ich mit der Kleinen alles erlebt habe. Ich als alleinerziehende Mutter, ohne Nanny, ohne Vater, ohne Hilfe, wo die überall war, was wir alles zusammen erlebt haben, dachte ich einfach, irgendwie möchte ich dieses Ganze wie so ein Tagebuch und Fotoalbum für sie aufheben. Und deswegen habe ich ihr dieses Profil gemacht, The Baby from Dubai. Dieses Profil, The Baby from Dubai, wird jetzt ein Travel- und Lifestyle-Blog, den es bis jetzt so noch nicht gegeben hat. Ich habe immer geguckt, überall im Internet geschaut nach Tipps und Tricks, wie man mit seinem Baby ins Restaurant geht, wie man das entertainen kann, richtig. Und habe halt einfach diese Fragen, die ich auf diesem Profil beantworten möchte, rund ums Baby, für Mütter, mit Kindern ist dieses Profil. Nicht für irgendwelche anderen, was jetzt andere Leute denken. Es sind einfach Tipps und Tricks mit dem Baby um die Welt, in Restaurants, in Hotels, wie man gut klarkommt mit dem Kind, die ich überall so noch nicht gefunden habe und die ich jetzt nach 1,5 Jahren als Mutter meine Erfahrungen einfach mit euch teilen möchte. Deswegen habe ich dieses Profil gemacht. Weiterhin gibt es natürlich nicht ihr Gesicht zu sehen, ihr Name wird nicht genannt und es gibt natürlich auch keine Bikini-Bilder. Und das Profil ist übrigens, wenn ihr jetzt drauf klickt, privat, weil ich mir jede einzelne Person, die ich annehme, nochmal persönlich anschaue. Ich meine, die Baby und ich, wir haben schon so viel zusammen erlebt. Wir waren in so vielen Hotels, wir sind so viel gereist. Wir waren zusammen in Deutschland, Europa, Frankreich, Paris, Saint-Tropez, Côte d'Azur, Monaco, England, London, Italien, Dubai, Abu Dhabi, zweimal Malediven,
Ich glaube, ich kann da einiges an Tipps und Tricks mit anderen Müttern teilen. Und wir sind mit dem Flugzeug geflogen, mit dem Segelflugzeug, wir sind mit dem Helikopter geflogen, wir sind mit dem Auto gefahren, wir sind mit dem Zug gefahren. Es gibt einfach so viele Sachen, die ich mit euch als Müttern teilen möchte, ohne dass jetzt dem Baby seine Persönlichkeit verletzt wird. Dazu kommen noch ganz wichtige Informationen rund ums Stillen, um die Ernährung, um auch Mode und Fashion, alles für Kinder. Und das wollte ich halt einfach mit meinem eigenen persönlichen Georgina Fleur Profil trennen. Und deswegen habe ich der Baby ihr eigenes Profil erstellt. Für alle, die der Baby gerne folgen möchten, The Baby von Dubai. Ich blende sie unten ein. Ihr könnt mir eine Anfrage schicken. Ich schaue mir die Profile an. Ich habe die meisten Anfragen sowieso nur von Frauen bekommen, von einem RTL-Moderator. Und die nehme ich dann an. Die Kommentarfunktion ist noch ausgestellt. Ich habe auch bis jetzt nur einen Post gemacht, ein Foto gepostet. Da sitzt die Baby im Handtuch, nicht im Bikini. Natürlich komplett zugedeckt, sogar mit einem Hut auf ihrem Kopf im Abu Dhabi am Strand. Ich möchte einfach dann coolen Mami, Tochter, Lifestyle und Tipps rund ums Babyblog draus machen. Und ich denke, der wird richtig toll. Und ja, ich habe so viele Sachen vor damit. Ich habe so Lust, mit euch unsere ganzen Erfahrungen und unsere ganzen Geschichten, was wir so erlebt haben, die letzten 1,5 Jahre zu teilen auf diesem Profil. Quasi aus der Sicht einer Mutter. Und auf meinem Profil gibt es jetzt wieder mehr Georgina. Und auf dem anderen Profil seht ihr, was das Baby morgens zum Frühstück bekommt, was sie zum Mittagessen isst, was ich ihr zum Naschen hinstelle. Jetzt macht sie Mittagsschlaf. Wie ich zum Beispiel hinbekommen habe, dass sie von Anfang an durchgeschlafen hat, dass ich noch immer erfolgreich stille, wie sie angefangen hat zu essen. Genau solche Sachen wollte ich einfach mit euch da teilen. Ich muss mal schauen, wie ich das alles anfange. Es wird auf jeden Fall viel Arbeit sein. Aber ich habe da richtig Lust drauf. Und für alle, die Lust haben, diese ganzen Informationen und Geschichten zu hören, die können gerne The Baby from Dubai folgen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr es seht, aber da kommen auch einige Fragen auf. So war das doch am Anfang auch überhaupt nicht von ihr geplant. Und warum man das jetzt auf einem extra Account machen muss und das jetzt nicht gezielt bei ihr machen kann, frage ich mich auch. Manche sagen aber auch in den Kommentaren, auch im Livestream, haben einige gesagt, Mensch, das ist doch nicht so schlimm, sie zensiert doch das Gesicht, sie nennt doch nicht den Namen. Ich muss schon sagen, dass ich die Bilder schwierig finde und ich werde euch jetzt hier ein Bild zeigen, ohne das Kind zu zeigen, so wie sie es gemacht hat. Ich werde jetzt über das Kind was legen, ja? Und ihr seht dort eine recht laszive junge Georgina, die auf dem Bett liegt, im kurzen Kleid. Und sagen wir mal so, wenn ich jetzt als Mann so ein Bild von meiner Perle bekomme und die sagt, hier, hallo Schatzi, ich liege hier gerade im Bett und wir haben hier über dem Bett einen Spiegel, dann hat er schon auch so ein bisschen was Erotisches. Sagen wir mal so, könnt ihr mal unten reinschreiben, erotisch, schreibt mal unten einfach erotisch rein, wenn ihr das auch als schon einladend sehen würdet. Vielleicht bin ich jetzt auch zu streng. Daneben das Kind jetzt zu positionieren, kann man jetzt auch sagen, ja Mensch, wenn es jetzt dem Freund geschickt wird, würde ich das jetzt auch nicht tragisch finden, ja, weil der Freund ja dann irgendwie die Georgina toll findet und nicht das Kind. Aber es gibt bestimmt auch einige Männer, die sagen, Mensch, die Georgina ist ja ganz nett, aber guck doch mal, ja, pfui deise. Und ich zensiere das Kind hier. Das Kind liegt da auch im Bettchen und die Beine frei. Und da gehen wir auch noch mal hier auf die Kommentare ein. Die finde ich nämlich ganz spannend. Ja? Und das sind alles Top-Comments. Verstehe die Bilder deines Kindes momentan nicht. Warum? Ich finde dich cool, aber jetzt entfolge ich. Wer sein Kind so zur Schau stellt, kann einfach nicht ganz gesund im Kopf sein. Sorry, nicht böse gemeint, aber ein Account für die Kleine verstehe ich nicht. Dann geht es auch noch weiter. Wie gesagt, das ist jetzt nur so die ersten 3 Comments. Das ist die ganze Zeit so. Und das Ding ist, eine Georgina Fleur habe ich eigentlich als relativ intelligent wahrgenommen. Sie kann sich artikulieren, die hat wohl auch studiert. Gut, das heißt heutzutage auch nicht immer, dass man jetzt der Hellste ist oder die Hellste, ja. Aber es ist trotzdem doch irgendwie ein Indiz dafür, dass sie eigentlich so kognitiv funktioniert. Ja, sie weiß, wie man aus der Tür geht, sie weiß, wie man sich was anzieht, sie weiß, wie man
auch in der Schule oder in der Universität oder bei der Ausbildung überzeugt oder auch in TV-Formaten und hat jetzt ein Kind bekommen. Und das Kind hatte ja schon ein bisschen viel Trubel vielleicht schon mitbekommen durch die ja sehr unschöne Trennung und die ganze Geschichte mit Kubilai. Klar kann sie jetzt sagen, ja, sie war ja schon überall mit dem Kind und möchte das festhalten. Dafür gibt es das Handy. Dafür kann man auch ja, gerne dann Dinge festhalten. Aber wozu braucht man jetzt so einen Account für das Kind, um dann über Dinge zu sprechen, die man auch auf dem Hauptkanal machen könnte? Also, dass man sagt, okay, ich war heute mit der Kleinen im Restaurant, das kann ich empfehlen, das wäre doch vollkommen in Ordnung. Ja, das hat einen Mehrwert, da wird die Kleine nicht privat mit reingezogen. Aber vielleicht, was kommt als nächstes zu sagen, ja, ich war mit der Kleinen heute beim Proktologen, die hat da irgendwie Ausschlag am Hintern und die kriegt jetzt eine Zinksalbe und jetzt kann sie ganz schön wieder aufs Töpfchen, ja. Weiß ich nicht, ob man das so gerne im Internet von sich hat. Ja, ob man jetzt erwachsen ist oder 3 oder 5 oder 20. Ich glaube, das wäre immer so ein bisschen unangenehm, wenn die Mutti solche Videos macht. Und gerade so im Teenager-Alter wird sich das Kind dann vielleicht irgendwann auch mal bedanken. Bis jetzt, klar, wird es zensiert und es wird jetzt nicht allzu privat bei ihr thematisiert, ja, wie das bei Anna Wünsche zum Teil schon war, mit Lernschwächen und auch Probleme in der Schule und die Kleine hat ja dauernd Probleme, die kommt ja gar nicht mehr mit. Will man das als Kind irgendwie im Internet haben? Ich glaube nicht. Mal sehen, wie weit jetzt Georgina Fleur geht. Ich behalte das natürlich im Auge, werde natürlich auch andere Mami-Blogger noch ein bisschen genauer beobachten. Da sind nämlich einige auch einen Zacken schärfer noch als die Georgina. Aber wie gesagt, mit 1,5 Jahren jetzt ein Instagram-Profil fürs Kind, ich weiß ja nicht, ja. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, was ihr jetzt zu der ganzen Nummer sagt, zu Georgina Fleur. Ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr solche Videos mögt, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Und wenn ihr den ganzen Ursprung von Georgina Fleur zu der Story noch interessant findet und von Georgina Fleur und mir überhaupt nicht genug bekommt, dann schaut gerne auch in das letzte Video zu Georgina Fleur und dem Baby. Ja, sie sagte auch mal die Baby. Oh, da kriege ich auch Kopfschmerzen. Schaut da mal rein und schreibt mal die Baby unten rein. Ja? Nee, das Baby bitte, das Baby, weil das ist eigentlich richtig. Ja? Wir wollen ja hier kein falsches Deutsch promoten. Ja? Bis dann und ciao, ciao.